Trautesheim, Glück allein. Wir sind hier wieder in unserer kleinen Hütte. Ich habe jetzt mal die Badehaube aufgezogen, wie man hier sehen kann, und habe die Wäsche in die Waschmaschine gesteckt, inklusive dem kompletten Set an Reinigungsmitteln. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt, aber wir schalten jetzt einfach mal hier ein, machen hier mal die Tür zu und werden uns wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen waschen. Wir sind sehr schlecht aktuell aufgestellt. Wir sind sehr angestrengt, wir sind sehr müde, wir haben Hunger. Ein bisschen was zu essen hier, so eine kleine Dose. Ich glaube, das schadet nicht, wenn wir uns das noch hier zwischen die Binden kippen. Und außerdem würde ich noch die Bandagen und Stofffetzen gerne ein bisschen desinfizieren. Und dann wieder hier ein bisschen neu sortieren. Ich habe jetzt hier die Axt ausgerüstet und den Schlagstock. Mit den beiden Sachen werden wir jetzt dann herumlaufen. Und das machen wir aber erst dann am nächsten Morgen, Leute. Weil jetzt ist, wir gehen quasi schon auf dem Zahnfleisch. Und können uns gerade noch so über Wasser halten. Wir warten noch kurz ab, bis die Wäsche fertig gewaschen ist. Wenn die fertig ist, dann schmeiße ich die Sachen in den Trockner und dann gehen wir schlafen. Dann die sterilen Sachen gehen jetzt hier rein. Ich habe hier alles jetzt erstmal rausgeschmissen. Wir können hier noch ein bisschen sortieren dann. Wir brauchen jetzt nicht so viele sterile Stofffetzen hier drin. Also auch hier können wir noch ein bisschen was aussortieren. Aber wir brauchen auf alle Fälle ein bisschen Medizin hier noch in unserem Medizinkästchen. Das heißt, wir haben jetzt 8 sterile Bandagen, 5 Stofffetzen, das reicht vollkommen. Aber was wir jetzt mitnehmen, sind die Schmerzpillen zum Beispiel. Dann eine Pinzette nehme ich mit für den Fall der Fälle. Man will ja quasi ausgerüstet sein, wenn irgendwas ist. Dann Essen ist hier drin, Desinfektionsmittel nicht, chirurgische Nadel. Ich habe jetzt hier, ich nehme mal den Nadelhalter mit und die Nadel auch, weil ich weiß noch nicht, wie man das dann verwendet. Alkoholtupfer nehmen wir mit und hier müsste irgendwo noch ein Faden sein. Hier ist noch ein Faden, den nehmen wir auch mit und dann sind wir erstmal gut ausgerüstet. Denke ich mal, vielleicht, eventuell. Mehr Zeug brauchen wir jetzt noch nicht. Ne? Nur für den Fall, dass wir angegriffen werden und wir uns dann wieder selbstständig zusammenflicken müssen. So, ich werde mal kurz die Seife nehmen, dann werden wir uns waschen. Dank Seife geht das ein bisschen schneller. Wir haben immer noch unsere Verletzung hier. Könnte die Bandage mal entfernen, aber hey, solange die Bandage jetzt nicht dreckig ist, will ich die jetzt auch nicht entfernen. Auch wenn vielleicht die Verletzung darunter schon verheilt ist, aber wir lassen das erstmal. Stört uns ja jetzt nicht. Dann den Schlagstock noch kurz durchnudeln und die Seife wieder ablegen. Gut, dann müssen wir sonst noch was mitnehmen. Eigentlich nicht, wir sind sehr müde. Wir können noch eine rauchen, vorm Bett gehen. Und dann hoffe ich mal, dass jetzt hier endlich mal die Wäsche fertig wird, damit ich hier wechseln kann. Oder wir fangen noch ganz kurz an, was zu kochen. Ich glaube, der Ofen läuft noch. Ich kann irgendwie gar nichts kochen. Wo sind denn die ganzen Sachen? Jetzt habe ich hier den Elektronikschrott, die Stofffetzen beim Kochen. Wieso kann ich hier nichts kochen, Leute? Fehlt mir die Schüssel? Das kann durchaus sein. Oder ein Topf. Pasta, Schüssel mal 2. Bratpfanne. Ich habe gar nicht so viel Zeug, dass ich da selber was kochen kann. Einmal den Ofen ausschalten. Wir gucken mal kurz zur Wäsche. Oh, ist die schon fertig? Man hört nichts mehr. Ich höre auf alle Fälle draußen schon mal grunzen. So viel ist sicher. Das heißt, da sind wieder ein paar Freunde unterwegs, freundliche Nachbarn unterwegs. Ah, sollen wir uns um die noch ganz kurz kümmern? Nicht, dass die mir jetzt hier rein stürmen und die Wäsche aus dem Trockner klauen. Das will ja niemand. So, wir gehen mal ins Bett, kommen.
Lass die Zombies Zombies sein. Wir sind hundemüde. Wir sind fix und fertig. Sind auch ein bisschen angeschlagen, wie wir gesehen haben. Oh, jetzt klopft sie unten, oder? Oder war das der Trockner? Ist ja schön, wenn man hier so ein bisschen rauslunzen könnte. Ne? Nicht direkt den Vorhang abhängen, sondern einfach ein bisschen an der Seite vorbeispitzen könnte, um nachzuschauen, ob da jemand an der Tür klopft. Na gut, wir sperren uns hier ein und werden jetzt ein bisschen nächtigen. Und dann hoffe ich mal, dass wieder einigermaßen hier alles in Ordnung ist. Wir sind etwas gelangweilt. Das sollte sich aber dann gleich legen, sobald wir wieder auf Erkundungstour gehen. Hey, wir schlafen wieder sehr lange. 9 Stunden. 9.30 Uhr jetzt. So, die Duschhaube, die lasse ich jetzt einfach mal da. Die werde ich nicht mitnehmen. Es sieht so aus, als wäre Nebel draußen. Das ist nicht sehr schön. Den Benzinkanister nehmen wir mit. Eventuell können wir irgendwo Benzin abzapfen. Aber ich höre draußen, ja. Ich höre draußen definitiv was. Und die ganzen Sachen hier, die können wir jetzt anziehen. Und dann machen wir uns bereit, wenn wir die Tür aufmachen, dass uns hier jemand erwartet, dort draußen. Oh, wir sollten noch was essen, sehe ich. Aber fühlt sich gut an, hier wieder voll ausgerüstet zu sein und nicht mehr so halb nackt durch die Gegend zu laufen. Dann, was gibt's denn zu essen heute? Ein bisschen Senf, ein Müsli, komm, ein Müsli hört sich gut an. Den Muffin nehme ich mal mit. Und dann wird uns die Langeweile aber gleich mal hier vergehen, wenn jetzt hier die Zombies vor der Tür stehen. Oh Gott. Ich laufe mal kurz raus, weil ich höre irgendwas. Oh, da oben. Und ja, wir haben Nebel, was richtig kacke ist. Richtig doof. Habt ihr gesehen? Heieiei, man sieht nichts. Man sieht, dass man nichts sieht. Ich habe die Tür wieder nicht zugemacht, ne? Irgendwann wird mir das zum Verhängnis. Dann laufe ich in Unterhosen zu Hause herum. Lümmel auf der Couch herum und werd von irgendwelchen Zombies überrascht, die dann schon 2 Wochen bei mir im Haus wohnen. Meine Güte. Jedes Mal das Gleiche. Es ist schlimm. Seht ihr das? Wir sehen keine 2 Meter jetzt. Das ist richtig schlimm. Oh, da ist was. Nahrungssuche. Ein paar. Sind das wieder solche Äste? Ich will doch keine Äste mitnehmen. 2 Reisig. Erstmal die Reisig-Dinger hier. Habe ich doch mal was gesehen jetzt, oder was? Okay. Wir haben gerade doch mal die Reisig-Äste entdeckt, die wir vor 2 Sekunden hingelegt haben. Ja, wieso auch nicht. Aber man hat gesehen, oh, wir haben Hunger, Durst. Wir haben gesehen, dass wir wieder ein paar Punkte bekommen haben. So, da ist wieder was, irgendwo. Was ist das? Das sieht aus wie ein Pilz. 3 Pilze, Wildpilze, die nehme ich gerne mal mit. Weil wir die vielleicht irgendwo in die Suppe oder wo auch immer in den Eintopf reinschnippeln können. Es müssen nur noch essbare Pilze sein. So, also wir müssen unsere Wasserflasche... Oh, da ist Kollege. Wir müssen unsere Wasserflasche auffüllen. Das habe ich zu Hause noch vergessen jetzt. Aber wenn ich mich richtig erinnere, müsste hier doch ein Wasserbehälter sein zumindest. Oder irgendwo ein Klo noch. Ah, hier vorne ist was. Hier ist auch ein Klo, also Wasser ist erstmal noch da. Und wir sind leicht aufgehitzt wieder. Guck dir das an. Wahrscheinlich durch den Kampf gerade eben. Und weil wir so dick eingemümmelt sind. Das ist nicht so
so leicht. Vielleicht sollte ich den Helm auch abnehmen. Ich nehme mal den Helm ab, damit wir nicht zu sehr eingeblustert sind. Es sind 22 Grad. Wir sind hier am Schwitzen. Vielleicht auch die Feuerwehrjacke. So, jetzt ist uns nicht mehr heiß. Wir laufen mal hier drinnen so rum. Ich hoffe mal, dass mir das nicht zu Verhängnis wird, wenn jetzt irgendwo Zombies warten hinter der nächsten Tür. Aber ich bin ja vorsichtig, wie man hier sehen kann. Ich öffne Türen jetzt nur noch mit angezogener Axt. Alles andere wäre ja quasi Selbstmord. Hören tue ich jetzt auch noch nichts, das ist schon mal gut. Oh, das sieht aus wie ein Umzugsraum mit ganz vielen Spinden. Das ist schon mal schön, da gibt es bestimmt das ein oder andere Gute abzustauben. Holzfällerhemd, ein CD-Player. Ich weiß auch noch nicht, ob man die CD-Player mitnehmen soll. Ganz ehrlich, man kann wahrscheinlich auch ein bisschen die Langeweile dadurch dann vertreiben. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob sich sowas lohnt mitzunehmen. Oh, hier ist zum Beispiel eine CD, A Boy from Kentucky. Aber ich weiß nicht, oh, da kann man noch rein. Ich weiß nicht, ob man von den CDs auch was lernen kann. Oder ob man da irgendwie... Oh, ich höre schon wieder was. Hinter einer dieser Türen ist irgendwie... Ah ja, hier. Hier ist jemand. Ob man von den CDs was lernen kann, das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, Leute. So, wir machen mal die Tür auf. Uiuiuiui. Leicht kleine Dame in der Dusche. Okay. Aufgepasst. Das geht so schnell, ne? Ich verlaber mich irgendwie. Diese Tür ist nicht hier. Ich verlaber mich irgendwie. Erzähl euch irgendwie eine Story vom bunten Hund. Und währenddessen passe ich nicht auf und ein Zombie steht an meinem Genick. Leckt an meinem Genick, knabbert am Genick. Und das war's dann. Ich habe ja immer noch nicht beschlossen, was wir machen, wenn wir dann mal angegriffen werden und sterben. Ich will mich damit noch gar nicht befassen jetzt. So, oh, ganz viel zu essen. Sehr schön. Wir sind schon wieder überladen. Was macht denn da jemand, der nicht 18 Kilo mitschleppen kann? Pfeffer, eine ungekochte tote Ratte, die lasse ich aber mal hier für den nächsten Plünderer. Dann, ja, ein bisschen so Frischzeug noch aus dem Kühlschrank nehmen wir auch mit. Müllsack nehme ich mit. Wir werden mal umsortieren und das ganze Zeug erstmal Richtung Tasche verschieben. Können wir noch was Richtung Tasche verschieben? Vielleicht die Zigaretten und das Feuerzeug? Ich glaube, wenn ich das jetzt hier drin habe, kann ich keine mehr rauchen, oder? Weil er kein Feuerzeug dann aktiv im Inventar hat. Ah, der nimmt das automatisch dann in das Hauptinventar. Das Feuerzeug. Ah, okay. Das heißt, Feuerzeug können wir ruhig in der Reisetasche lassen. Wir werden erstmal die Streichhölzer verbrauchen. So, ansonsten Radiergummi-Müllsack kann auch hier rein. Der ist ja nicht schwer. Passt. Was ist denn hier so schwer? 17 Kilo. Wahrscheinlich die Klamotten, die wir jetzt so mittragen quasi. Gut, dann ein Aufenthaltsraum, ein schicker Aufenthaltsraum hier mit ein paar Büchern. Nein, mit einer Dose Hafer und Zeitschriften. Aber keine Bücher hier. Na gut. Oh, eine Rutschstange, Leute, eine Rutschstange. Kann ich die verwenden? Lasst mich doch die Rutschstange verwenden, Leute. Ach, schade. Sehr schade. Das Spiel ist ja unglaublich komplex, ne? Also, ich erwarte von dem Spiel, dass in einem der zukünftigen Patches die Verwendung der Rutschstange eingebaut wird. Das kann ja nicht sein, dass ich hier im Feuerwehrhaus bin und nicht die Rutschstange nutzen kann. Wo kommen wir denn dahin? So, ich glaube, ich habe alles erkundet hier. Wir gehen wieder nach unten.
Ich werde aber jetzt wieder Helm und Jacke anziehen. Mir wird das ein bisschen zu gefährlich, wenn ich draußen dann herumlaufe. Und wir füllen auch noch ganz schnell unseren Wasserbestand auf. Ja, wir haben schon ganz schön Durst, ne? Wir haben ja die Eigenschaft durstig. Das heißt, der Wasserverbrauch ist schon ganz enorm hier. Vielleicht sollte ich mir überlegen, doch nochmal eine zweite Wasserflasche mitzunehmen auf unseren Touren. Ich meine, jetzt kein Problem, weil ja überall Wasser noch da ist. Aber später kann das dann schon ein Problem werden. So, wir gucken uns jetzt mal die Autos noch an hier. Da ist auf alle Fälle schon mal offen. Sehr schön. Wunderbar. Ist hier irgendwo etwas? Ein Bindfaden, den nehmen wir mit. Aber leider kein Schlüssel. Ah, es ist so gefährlich, wenn du hier so rumläufst. Im Nebel. Eine Karte von Riverside. Riverside kennen wir noch nicht. Bindfaden nehmen wir mit. Riverside war... Ist das hier oben, oder? Das müsste Riverside sein. Ist ja auch in der Nähe eines Flusses. Wer hätte das gedacht? So, leider auch hier kein Schlüssel. Eine Luftpumpe, Autoreifen ist da. Toilettenpapier hat hier jemand gebunkert. Feuerwehrauto. Oh, dass da alle Autos offen sind, das wundert mich ehrlich gesagt. Ein Schlüssel. Leute, wir haben einen Schlüssel gefunden für das Feuerwehrauto. Oh, höre ich jemanden schlürfen? Ich habe die Vermutung, irgendjemand schlurft hier. So, wir gucken mal, ob Benzin drin ist im Tank. Das wäre natürlich super gut. Nope. Offenbar nicht. Na gut, dann können wir uns aber schon mal merken, Leute, dass wir hier ein Fahrzeug hätten. Guck mal in den Kofferraum. Holy shit, hat der Kofferraum für 117 Kilo Platz? Kann ich in dem Kofferraum 117 Kilo hinterlegen? What? Hohoho. Gasmaske, die können wir mal hier lassen. Was wir mitnehmen, sind die Eimer und die Bandagen. Meine Güte, wir haben hier 117 Kilo drin. Och, ich habe mein Traumauto gefunden, Leute. Ei, das wäre es. Oh, okay, und meine Traumfrau, offenbar. Die habe ich jetzt gar nicht gehört. Und meine Traumfrau habe ich gefunden hier. Digitaluhr mit Edelstahlband. Bestimmt schweineschwer. Oh, da ist jetzt los. Der Nebel lichtet sich langsam, Leute. So. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob wir vielleicht irgendwo was abzapfen können an Dings, ne? An Benzin hier. Primär ausrüsten. So, normalerweise geht das, indem du einfach hier irgendwie so rechts klickst. Aber wenn kein Benzin drin ist, dann geht das wahrscheinlich auch nicht. Also, ne, die Fahrzeuge alle halt leer, das ist das große Problem. Oh, 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 Kraftstoff absaugen. Wir gehen erstmal hier rein, vielleicht fahren wir auch mit dem Auto dann rum. Dass die alle unverschlossen sind, das verstehe ich nicht. Normalerweise sind die immer verschlossen hier. Make-up ist hier drin, aber kein Schlüssel. Vielleicht steckt der. Oh, da kommt jemand. Oh, das war knapp. Uiuiuiui. Ah, ich hätte erst den Platz wechseln müssen. Und dann aussteigen. Merken fürs nächste Mal, liebe Freunde. Uiuiui. Wenn ein Zombie kommt, dann den Platz wechseln und nicht dort aussteigen, wo der Zombie steht.
So, da war jetzt auf alle Fälle der Schlüssel drin, oder? Habe ich das falsch interpretiert? Die Karte von Riverside lassen wir mal hier. Habe ich jetzt einen Schlüssel gefunden oder ist der... Da ist jetzt kein Schlüssel. Wir können den Schlüssel einstecken. Und da ist jetzt sogar noch Benzin drin, Leute. Wir gucken mal ganz kurz in den Kofferraum. Inwieweit hier Platz ist. 37 ist hier nur Platz. Oh, die Plane, die nehme ich mal mit. Die hört sich vielversprechend an. Also, der Kofferraum ist jetzt nicht so groß wie hier. Das heißt, es wäre wahrscheinlich besser, wenn wir hier einfach mal den Kraftstoff abzapfen. Und dann hier drüben einfüllen. Wenn mich denn die Zombies lassen. Hier steht nämlich noch einer. Ja, da ist halt nichts drin. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie 10 Meter weit kommen. So, einmal einsteigen. Schlüssel rein. Ganz leicht bewegt sich hier die Nadel, aber wirklich nur ganz leicht. Wir machen das mal so, weil wir sowieso noch hoch wollen zur Polizeistation, dass wir uns mal hier unten markieren, dass hier ein Auto steht. Gibt es hier eine Markierung, die man hier einsetzen kann für stehendes Auto? Wir haben einen Blitz, wir haben einen Totenkopf, wir haben einen Mülleimer, Schlosssymbol, einen Apfel habe ich auch, aber kein Auto. Wir machen mal hier eine Notiz. Auto. Eine Notiz. Auto. So. Es ist so klobig. Diese Notizfunktion ist so klobig. So toll sie ist, ne? Aber sie ist sehr klobig. Und dann werden wir wiederkommen. Und werden dann... So, jetzt wurden wir entdeckt. Und werden dann mit dem Feuerwehrauto herumfahren. Wie cool ist das denn? Stellt euch mal vor, schön mit Sirene. Oh, ein Schlag, ein Treffer. Mit der Sirene. Da gibt es ja überhaupt nichts Schöneres, oder? Tatü, tata, tatü, tata. Schön die Zombies aufmerksam machen. Oh, was ist denn hier für eine Versammlung? Wieso stehen denn jetzt alle hier vorne? Was gibt's denn in dem Fenster da drin? Leute, ganz ehrlich, das ist mir jetzt ein bisschen zu gefährlich, dass ich da jetzt hochgehe. Das ist mir der Schlagstock jetzt ehrlicherweise nicht wert. Hier sind auch noch ein paar. Aber man sieht schon, ne? Trotz ausgestelltem Respawn sammeln sich immer mal wieder, auch in bereits befreiten Gebieten, neue Zombies. Also, wir gehen hier nicht hoch. Das könnt ihr komplett vergessen. Es ist 16.30 Uhr. Was wir machen ist, wir gehen mal am Zaun entlang bis hier vor. Und ich habe ja gesagt, ich will mal einen Tag zu Hause ein bisschen verbringen. Und vielleicht mal ein bisschen lernen, auch ein bisschen arbeiten, also ein bisschen was basteln oder so. Und das würde ich jetzt dann einfach mal für den nächsten Tag einplanen, auch wenn das vielleicht nicht ganz so aufregend ist. Wer weiß, lernen kann auch aufregend sein. Aber ich wüsste halt ganz gern mal, ob wir schon irgendwas Tolles bauen können. Wenn wir, sag ich mal, gar nichts zu tun haben, also wenn wir nicht wirklich was bauen können, dann würde ich auch sagen, dann können wir auch nochmal auf Tour gehen. Wir nehmen mal dieses Häuschen jetzt aktuell noch schnell mit. Und dann ist wahrscheinlich so die erste Priorität, die wir hier haben, dass wir uns irgendwoher Benzin besorgen. Schüssel. Ich nehme mal die Schüssel auch mit. Ich glaube, die Schüssel braucht man für irgendwie so Salat oder so. Damit wir zu Hause ein bisschen was machen können. So, was habe ich denn hier? Lauter verrottete Dinge. Verrottete Schüssel mit Müsli. Ein reguläres Müsli. Ein frischer Apfel. Wie schön. Den können wir eigentlich gleich essen. Komm. Weil ich eh gerade wieder Hunger habe. Die verrottete Schüssel, kann man die ausgießen? Ja. Einmal ausgießen. Schön auf den Boden natürlich. Milch nehmen wir mit. Ungekochtes Heißgetränk, das bleibt mal hier, brauchen wir nicht. So, die Axt gezückt.
Ist eigentlich genauso eine schöne Wohnung wie bei uns hier. Ein Nähset, Leute, wir haben ein Nähset gefunden. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich dann irgendwie Klamotten reparieren können, wenn die denn kaputt sind jetzt. Wir haben ja mittlerweile die Klamotten ganz gut gewechselt. Aber auch das können wir quasi dann zu Hause mal ausprobieren. So, gibt es hier noch irgendwo Bücher oder so? Okay, also eine nicht so ganz belesene Familie hat hier gelebt, weil hier gar keine Bücher sind. Ein Hoodie. Ich müsste langsam schon zum Schluss kommen. Mensch. Aber da, die Wohnung, die werden wir jetzt noch ganz kurz hier durchsuchen. Socken und Baggy. Diese Spannung, was es hier alles zu looten gibt, die will ich euch jetzt auch nicht nehmen. Ich darf nicht so nahe an die Tür mich stellen. Oh, Pflaster ist schon mal ganz okay. Und die letzte Tür, ein Büro. Ah. Mit einem Kugelschreiber. Na gut. Das heißt, ich gehe jetzt mal nach Hause, liebe Leute. Und, oh, nee. Ganz kurz noch. Wir haben noch was vergessen. Und zwar die Garage draußen. Ich weiß ja immer noch nicht, wie man Garagen öffnet. Aber hier unten ist eine, ne? Nee, die macht er einfach nicht auf. Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal nach Hause. Wir sehen uns gleich wieder zu Hause. Dann werden wir ein bisschen aussortieren. Und werden dann den restlichen Abend und wahrscheinlich den nächsten Tag bei uns zu Hause verbringen.